Ein Hörsaal der Universität von Porto. Wir sind bei der Porto Conference, einem Kongress europäischer Klimawandelskeptiker. Wer hier spricht, glaubt nicht an den Klimawandel. Und wenn, dann ist jedenfalls nicht der Mensch schuld daran. Einer der prominentesten Redner ist er hier, Christopher Monckton, britischer Politiker und Berater der rechtspopulistischen UKIP-Partei. In den 80ern wollte er HIV-Infizierte in Quarantäne stecken. Er diffamierte Schwule, sorgte sich um die Errichtung einer kommunistischen Weltregierung und macht heute in Klima. Das hier ist das Ende dieser Klimakrise auf nur einer Folie. Die Erkenntnisse der Wissenschaft zum Klimawandel, für ihn weitgehend Unsinn, falsch berechnet, Panikmache. If my team is correct, wenn mein Team recht hat, dass die globale Erwärmung sehr gering, langsam, harmlos und unter dem Strich positiv sein wird, dann folgt daraus, dass es kein Weltklimaabkommen braucht. Wer hier eine Weile zuhört, bekommt den Eindruck, dass die Experten des Weltklimarates der Vereinten Nationen eine Truppe akademischer Stümper sind. Es gibt zwei Klimadebatten. Die wissenschaftliche, die hier stattfindet, und die politische, die überall sonst geführt wird. Hier ist die Wahrheit. Man findet sie heute nicht mehr an den Universitäten, in den Medien oder den Regierungen. Das sind alles Fehlinformationen. Man könnte diese Menschen als einen Haufen Verschwörungstheoretiker abtun, aber so einfach ist es nicht. Denn sie haben mächtige Verbündete. Mit Donald Trump sitzt ein Klimawandelskeptiker im Weißen Haus. Er setzt auf Kohle und Öl, nicht auf erneuerbare Energien, und trat aus dem Weltklimaabkommen aus. Von heute an stoppen die USA die Umsetzung des unverbindlichen Weltklimaabkommens. Hinter Trump stehen Organisationen wie diese. Eine Konferenz des Heartland Institutes in New Orleans. Ein rechtskonservativer Think Tank, der seit Jahrzehnten wissenschaftlichen Konsens angreift. Früher wurden die Gefahren durch Passivrauchen verharmlost. Heute fördert Heartland Studien, die Zweifel am menschengemachten Klimawandel säen. Über Jahre gesponsert durch Millionen aus der Industrie und von reichen Gönnern. Ihr Einfluss reicht bis ganz nach oben. Sie hätten Trump beraten, sagen sie hier. Der Ausstieg aus dem Weltklimaabkommen sei ihr Werk. Am Tag, als er entschieden hat, auszusteigen, bekam ich einen Anruf aus dem Weißen Haus, 2 Stunden vor seiner Rede. Und sie sagten nur, Sie haben gewonnen. Es sind vor allem rechte Parteien, die klimawandelskeptische Positionen in die öffentliche Debatte und in die Parlamente tragen, auch in Europa. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie der Berliner Denkfabrik Adelphi. Sie analysiert die klimapolitischen Positionen von 21 rechten Parteien. Nur 2 erkennen danach den menschengemachten Klimawandel an. 13 sind unentschieden oder ignorieren das Thema. 6 sind skeptisch oder leugnen den menschengemachten Klimawandel komplett, darunter die AfD. Die Gefahr besteht schon, dass es salonfähig wird. Und wir haben das in der Migrationsdebatte in Europa gesehen, wie schnell Stimmungen eigentlich kippen können, ohne dafür wirklich eine empirische Evidenz zu haben. Schon jetzt stimmen die rechten Parteien im Europaparlament überwiegend gegen Klimaschutzvorhaben. Und die Zahl ihrer Abgeordneten dürfte nach der nächsten Europawahl steigen. Wozu das führt, kann man jetzt schon in Ansätzen sehen. Dieser Mann ist Stuart Agnew, britischer Abgeordneter der rechten UKIP-Partei und bekennender Klimawandelleugner. Sie schüren Panik, indem sie sagen, wir hätten nur noch 12 Jahre, um das Weltklima zu retten. Lächerlich, das ist einfach nur dumm. Im Herbst durfte Agnew als Berichterstatter für den Agrarausschuss auftreten. Es ging um die Frage, was die Landwirtschaft tun kann, um CO2 zu sparen. Die Kommission hatte dazu einen Vorschlag gemacht. Agnew durfte ihn bewerten und griff dabei tief in die klimawandelskeptische Argumentekiste. Schuld an der Erderwärmung seien etwa die kosmische Strahlung, das Sonnensystem und Meeresströmungen. Der Einfluss von CO2 und anderen Treibhausgasen dagegen sei unerheblich. Kurzum, es bestehe kein von der Kommission zu lösendes Problem. Für anerkannte Klimaforscher absurd. Der Fakt, dass CO2 die Temperatur des Planeten erhöht, ist keine Meinung.
sondern es basiert auf Grundlagenphysik. Wir verstehen damit die Eiszeiten, wir verstehen, warum es auf der Venus heißer ist als auf der Erde. Es ist ein gesamtes Konstrukt, was darauf basiert, auf der Grundlagenphysik basiert. Agnews Bericht wurde von der Mehrheit des Ausschusses abgeschmettert. Aber kritische Positionen zum Klimawandel können politisch reizvoll sein, gerade für Rechte. Gegen den Mainstream, gegen die Medien, gegen Eliten. Eine Studie der Universität Stuttgart kommt zu dem Schluss, dass 16%, rund jeder Sechste, in Deutschland glaubt, dass es gar keinen Klimawandel gibt. Das zu bedienen kann Wählerstimmen bringen. Das weiß auch die AfD. Die AfD sagt hier und heute der Irrlehre vom menschengemachten Klimawandel den Kampf an. Die angeblich wissenschaftliche Basis für ihre Positionen bezieht auch die AfD von erzkonservativen Denkfabriken, dem Europäischen Institut für Klima und Energie etwa, kurz EIKE. Eine Art deutsches Heartland-Institut, deutlich kleiner, aber ähnlich selbstbewusst. EIKE organisiert Konferenzen, schafft Öffentlichkeit für Klimawandelskeptiker. In klimapolitischen Fragen, sogar in parlamentarischen Anträgen, verweist die AfD gerne auf EIKE. Die Verbindungen sind eng. Inhaltlich wie personell. EIKE-Klimakonferenz Ende November. Der Mann links am Tisch ist Michael Limburg, der Vizepräsident von EIKE. 2017 war er Bundestagskandidat der AfD und ist heute einer der Klimaexperten der Partei. Uns hat man für die Konferenz Hausverbot erteilt. Fragen vorher sind auch nicht erwünscht. Ich will hier auch nicht reinsprechen. Ich möchte Sie jetzt ausgehen. Und wenn Sie nicht sofort verschwinden, wäre ich gewalttätig. Ich bin in der DDR aufgewachsen. Ich will Sie hier nicht sehen. Ich habe Ihnen nichts getan. Sie stehen für eine Redaktion. Ich stelle Ihnen Fragen. Nur 4 Tage später treffen wir Michael Limburg wieder. Aber diesmal nicht auf einer Konferenz von Außenseitern, sondern mitten im Deutschen Bundestag. Der Mann neben ihm ist Nir Shaviv, ein Professor aus Israel und Star der Klimawandelleugner-Szene. Er ist Dauergast auf EIKE-Konferenzen. Heute sitzt er im Umweltausschuss bei einem Fachgespräch zum Klimawandel. Auf Einladung der AfD darf er dort seine Erkenntnisse verbreiten. Ich möchte mit etwas starten, was Sie vielleicht schockieren mag. Es gibt keinen Beweis, dass CO2 einen großen Effekt auf das Klima hat. Positionen wie diese finden sich nun in Bundestagsprotokollen. Als stünde in der Klimafrage Aussage gegen Aussage und Meinung gegen Meinung. Als sei sich die Wissenschaft nicht weitestgehend einig, dass es Klimawandel gibt und Menschen dafür verantwortlich sind. Was mir tatsächlich Sorge macht, ist dieser Anti-Aufklärungsgeist, der hinter auch den Klimaverneinern steckt. Wir sehen, da ist ja die Klimaforschung und die ganze Klimapolitik nur ein Teil davon, nur die Spitze des Eisbergs, wenn Sie so wollen. Denn das geht ja viel weiter, viel tiefer in die Gesellschaft, dass wir einfach nicht mehr akzeptieren, was Fakten sind. Politisch ist der Klimakonsens fragil. Immer mehr Rechte regieren oder stellen Präsidenten. Im polnischen Katowice verhandelt die Welt gerade, wie das Weltklimaabkommen umgesetzt werden soll. Es steht viel auf dem Spiel.